Wir wollen beweisen, dass die Summe aus 2k minus 1 statt bei 1 bis n das gleiche ist wie n². Das ist die Voraussetzung für die vollständige Induktion. Dann müssen wir zeigen, dass das gilt für n gleich 1, das ist der Induktionsanfang. Dann nehmen wir n gleich 1 und setzen es auf beiden Seiten ein. Das heißt, hier eingesetzt die Summe bis n gleich 1, das heißt 2 mal 1 minus 1 und auf der anderen Seite ist es 1 Quadrat. Und hier sehen wir schon, 2 mal 1 ist 2, minus 1 ist 1 und 1 Quadrat ist auch 1. Also haben wir gezeigt, dass das stimmt. Nun machen wir einen Induktionsschritt. Dafür müssen wir zeigen, dass es nicht nur für n gilt, sondern auch für n plus 1. Und jetzt wissen wir schon, dass sozusagen bis n, also die Summe bis n ist n². Das nutzen wir auch aus, also ich schreibe es kurz auf. N plus 1, k gleich 1, 2k minus 1. Und jetzt können wir bis n sagen, dass es n Quadrat ist. Das ist also dieses hier. Und der nächste Summand für n plus 1 ist 2 n plus 1 minus 1. Und auf der anderen Seite ist es n plus 1 in Klammern zum Quadrat. Das muss ja dasselbe sein für das nächste n. Das hier ist der nächste Summand. So. Jetzt können wir das einfach ausklammern. Dann haben wir hier 2n plus 2 minus 1. Und hier vorne haben wir n Quadrat und das sollte dasselbe sein wie n plus 1 zum Quadrat. Das können wir auch kurz ausmultiplizieren. Das ist die binomische Formel, das heißt n Quadrat plus 2ab, b ist 1, a ist n, also 2n plus b Quadrat, das heißt 1 Quadrat. Und nun sehen wir schon, dieses n Quadrat ist auf beide Seiten. Dann, ich schreibe es noch kurz aus, diese 2n sind auch auf beiden Seiten. Und diese 1 ist natürlich logisch, das hier ist 1. Und somit haben wir auch die 1 auf beiden Seiten.